Hallo meine Freunde, heute geht es nicht um den Golf 1, den ihr hier seht, der dient uns nur als Modell. Heute geht es um eine Schwimmsattelbremse und der Golf 1 hat eine Schwimmsattelbremse. Und zwar möchte ich heute zeigen, wie man die Dichtringe und die Manschetten an einer Schwimmsattelbremse tauscht. Um diese Schwimmsattelbremse auszubauen, muss man natürlich den Sattelträger lösen. Das mache ich ganz gern vor, dass ich das Fahrzeug aufbucke, weil die Schrauben, ihr hört schon, haben ein gewaltiges Moment. Im Normalfall sind es zwei symmetrische Schrauben. Schauen, dass er gut drin sitzt. Die kam jetzt ohne Klacks, aber es war die Schraube, nicht der Kopf. Nur lösen, der Rest können wir nachher machen, wenn wir oben sind. Wie man das Rad runter macht, brauche ich euch nicht erklären, weil ihr seid die erfahrene Heimwerker. Sonst würdet ihr euch nicht an den Bremssattel trauen. Schwimmsattelbremsen zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie so einen Rahmen haben, den haben wir ja schon gelöst, und dann meist Stifte für die Belege. Bei diesem Modell haben sie noch eine zusätzliche Sicherungsschraube hier. Kann aber auch eine Klammer oder sonst was ähnliches sein. Langsam, immer schön abwechselnd, die Sicherungsstifte rausschlagen. Das Blech kommt hier mit raus, das braucht ihr euch keine Gedanken machen. So. Dann fahrt er hier kurz drunter, damit ist der Belag frei. Wenn es nicht reicht, machen wir es hier nochmal auf der Gegenseite. Jetzt ist der Belag frei. Wenn wir sie wieder einbauen, kennzeichnen wir sie. Jetzt geht es auf die andere Seite. Ist er da oben drunter. Wenn der jetzt nicht will, ist auch nicht schlimm, wir machen eh den ganzen Sattel raus. Also lassen wir drin stecken, dann wird es einfacher. Jetzt würde ich euch aber empfehlen, auf jeden Fall die Bremsleitungen schon jetzt zu lösen. Jetzt müssen wir aufpassen, bei dem Fahrzeug sind es tatsächlich Linksgewinde. Die meisten haben aber Rechtsgewinde. Okay, die ist offen. Das reicht jetzt schon. Der Rest machen wir dann nachher. So, das gleiche Problem mit dem Entlüftungsventil. So, ist offen. Ist halt ein gepflegtes Fahrzeug, bei dem öfters mal was gemacht wird. Die Dinger sind natürlich immer dann problematisch, wenn jemand 20 Jahre mit der gleichen Bremsflüssigkeit rumfährt. Das Einzige, was noch geholfen hätte, wäre jetzt schlagen. Also eine Nuss draufsetzen, starren Hebel und dann mit dem Hämmerchen. Und wenn es nicht geht, muss da ein neues Ventil reinbauen. Jetzt können wir den Sattel vollständig abschrauben. Schraubt ihr natürlich nicht, weil es im Raum drehen, stecken die Schrauben schon drin. Eine haben wir. Und die zweite. Mit der zweiten kommt der ganze Sattel. Sind wir hier noch drin, da ziehen wir ein bisschen ab. Und jetzt schrauben wir den Sattel einfach von der Leitung ab. Wir hatten sie ja schon gelöst. Und genau deswegen lösen wir vorher, weil jetzt hätte er keine Chance mehr, die zu lösen. Immer dran denken, dass das Linksgewinde ist bei dem Sattel, was nicht normal ist. So, und damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit jemanden da sitzen lassen müsst, der die Leitung zuhält, abklemmen mache ich auch so ungern, habe ich mir hier eine Dreier-Schraube mit Teflonband gerichtet, die stopft da gerade so rein, dann wird es dicht. Jetzt lässt sich der Belag viel einfacher entnehmen. Und da ist er. Jetzt müsst ihr den Sattel zerlegen. Und zwar muss jetzt der Teil erstmal nach vorne gedrückt werden. Das können wir jetzt mit einer Schraubzwinge erledigen. Normalerweise sollte das von alleine gehen, aber ihr seht, wie dringend die Überholung von dieses Sattels war. Aha, jetzt kommt er. Zumindest ein Stück. Und nach einer Weile geht er hier so nach unten raus. Den Sattel Rahmen könnt ihr jetzt gründlich mit Spiritus reinigen. Wer möchte, kann jetzt dort Sand strahlen und dann wieder Pulver beschichten lassen.
Jetzt kommt der eigentlich interessante Teil. Die Kolben müssen jetzt aus dem Schwimmsattel. Üblicherweise macht man das mit Pressluft, was aber auch sehr gefährlich ist. Ich habe jetzt zum einen den Druck der Pressluft auf eine Atmosphäre gesenkt, also eine Atmosphäre Überdruck. Zum anderen sichere ich den Sattel hier in einem Schraubstock und an den Kolben sind jeweils kleine Holzbrettchen und jetzt hat er nur ganz wenig Platz, da kann jetzt nicht viel passieren. Wenn er das mit 8 Atmosphären freihändig macht, kann euch das Ding wie eine Kanonenkugel durch die Werkstatt schießen. Also auf jeden Fall aus der Schussbahn und macht so einen Blödsinn nicht. Aha, das ist schon der eine, kommt schon. Aha, der ist schon gekommen. So, jetzt wäre es lieber, der andere würde mal kommen. Jetzt kann sich der Kolben nicht weiter bewegen, dafür kommt der andere Kolben. Aha, jetzt bewegt sich der andere Kolben. Zumindest partiell. Jetzt hat sich auch der andere bewegt. Beide Kolben sind frei. Das ist auch das Prinzip von einer Schwimmsattelbremse. Wir haben nur ein Druckvolumen und zwei Kolben, die im gleichen Druckvolumen gegenläufig arbeiten. Ich öffne jetzt ein bisschen mehr hier und dann kommt noch mehr. Aha, der hat schon ganz gut geploppt. Ich glaube, jetzt können wir das auch final rauslassen. Den hier. Den hat es erwischt. Und ein Papier lang drauf beschriften. Der kurze Kolben, auf der kurzen Seite meine ich damit, hatte sich vorhin ja schon bewegt, den könnt ihr jetzt relativ leicht entnehmen. Versucht halt möglichst wenig brachiale Gewalt oder Brecheisen zu benutzen, sonst sind die Kolben gleich defekt. Jetzt seht ihr endlich mal, warum die so hübsche Bürsten verkaufen. Die Bürste können wir nehmen und mit Spiritus den ganzen Bremssattel gründlich reinigen. So, wer die natürlich ganz schick haben will, kann die auch Sand strahlen lassen. Jetzt müsst ihr sie dann fortschicken. Sandstrahlen und Pulver beschichten, dann habt ihr knallrote, wenn ihr es am Porsche benutzt. Insbesondere diese Führungen hier müssen komplett sauber werden. Im nächsten Schritt müssen wir die alten Manschetten entfangen. Die haben hier so einen Drahtsicherungsbügel. Seht ihr, wenn der weg ist, haben wir schon die alte Manschette. Jetzt seht ihr auch, warum wir das machen. Die Manschetten sind schon rissig, da oben reißt sie weiter. Und dann dringt Feuchtigkeit ein und die Feuchtigkeit sorgt dafür, dass der Kolben, der ist aus Eisen, und das Gehäuse auch anfangen zu rosten. Auch gleich die gegenüberliegende Seite, ihr müsst also auf jeden Fall so einen Schraubenzieher nehmen, der endstumpf ist. Ich benutze da immer den gleichen Schraubenzieher und dann gerade so ein bisschen drunter und schon haben wir den Ring. Und hier hat die eingedrungene Feuchtigkeit schon zur Oxidation, also Rost, geführt. Das sieht man im Dunkeln. Der braune Bruder Rost. Ja, das ist rostig. Diesen Rost entfernt er am besten mit Motorenöl. Ich mache jetzt sehr viel Motorenöl drauf. Das lassen wir erstmal ein bisschen einweichen, das Öl. Und dann Schleifpapier. Aber Vorsicht! Das ist kein normales Schleifpapier. Ihr seht, es hat eine Tausender Körnung. Ist also zum Lack anschleifen. Und das nehmt ihr mit ein bisschen ganz vorsichtig. Und dann kriegt ihr den Rost hier raus. Ist zwar nicht optimal, aber Neuteile gibt es ja nicht mehr. Und diese ganze Brühe ist Rost. Nach dem ersten Durchgang können wir auch den Dichtring ausholen. Das ist jetzt eine heikle Operation, das ist ein Stahlsattel, da geht's noch. Beim Aluminiumsattel würde ich lieber Kunststoffwerkzeuge nehmen. So, jetzt ist der Dichtring hausen, den gibt es ja auch neu. Die Führungen hier müsst ihr natürlich auch ganz gründlich sauber machen, weil da gleitet der Sattel ja nachher. Da sitzt der Schmutt von Jahren drin. Natürlich gibt es zwei Dichtungsringe in einer Schwimmsattelbremse. Die gleiche Nummer, versucht mal vorsichtig, ah, jetzt habe ich ihn,
da drunter zu fahren und dann muss das auch wieder alles entrostet werden. Wenn wir mal soweit fertig sind, müssen wir das jetzt gründlich mit Pressluft reinigen, dass da keinerlei Dreck ist, und die Finger waschen wir natürlich auch. Reiben wir innen, auch insbesondere die Nut, gut mit Bremszylinderpaste aus. Das gibt es manchmal auch in so kleinen Päckchen. Gute Menge nehmen und schön diese Nut hier ausreiben. Hier oben auch, aber da kommen wir nachher nochmal ran. Gegenseite natürlich auch. Sorgt jetzt zumindest mal dafür, dass es nicht gleich wieder rostet. In dem Reparatursatz sind nun folgende Teile dabei. Das sind nachher die Manschetten, die kommen außen hin. Und die zwei Ringe sind die Dichtringe. Die müssen wir jetzt montieren. Die werden auch nochmal dick mit der Paste eingerieben. Schön über den ganzen Ring verreiben. Das muss alles schön glitschig sein. Dann setzt er den Ring hier einfach in die Nut ein. Es geht ganz leicht mit den Fingern. Ihr müsst nur schauen, dass er nicht verkantet und verdreht. Und schon ist er drin. Die gleiche Nummer mit dem zweiten Ring. Dann kommt der Ring genauso hier rein. Setzt er einmal in die Nut ein, hält festhalten. Ein bisschen groß, aber der muss ja auch komplett in der Nut verschwinden. Da kommt es zu viel an Schmierstoff wieder raus. Dann noch diese Nut hier außenrum, auch gründlich. Könnt ihr so ein Stäbchen dazu nehmen auch, um das ein bisschen zu verreiben. Und das hilft ein bisschen, dass das alles geschmeidig und dicht wird. Der Sattel selbst ist nun fertig. Jetzt haben wir ein Problem. Bei diesem Satz wurden keine neuen Kolben geliefert. Ich habe auch keine Bezugsquelle für die Kolben mehr gefunden im Moment. Deswegen müssen wir die alten Kolben wieder benutzen. Wir müssen den zum einen gründlich reinigen. Auch hier kann wieder ein Tropfen Öl nicht schaden. Und dann müssen diese Rostspuren hier weg. Aber ihr seht, wenn ich ein bisschen reibe, kommen die meisten schon von allein. Was ihr auch zum Reiben nehmen könnt, ist Zeitungspapier. Das ist auch noch so eine Option, alter Trick aus der Urzeit der Mechanik. An der Stelle möchte ich mich auch mal bei meinem Freund Reidigl bedanken. Der hat mir nämlich verraten, wo ich die Ringe noch bekomme. Ich habe eine ganze Weile gesucht und hatte keine gefunden. Wenn der Kolben dann soweit blank ist, schön die Paste drauf. Insbesondere hier auf der Kante, wo er nachher reinflutschen muss. Dann legen wir den wieder auf die Seite. Den zweiten Kolben hat der Rost schlimmer erwischt. Auch das geht noch. Das ist kein struktureller Rost, das ist nur ein bisschen die Oberfläche. Seht, das geht noch mit dem Fingernagel. Kriege ich es noch weitgehend runter. Ist natürlich prinzipiell das Gleiche. Allerdings, hier sitzt der Rost schon so, dass wir wieder unser 1000er Schleifpapier auspacken. Jetzt kommt der eigentliche Zusammenbau. Und zwar hat sich gezeigt, dass es hier einfacher ist, erst den Kolben zu montieren. Den setzt er jetzt schön an, drückt ihn ganz langsam, ohne ihn zu verkanten, schon haben wir getroffen, und frei beweglich. Jetzt drückt er gerade so ein Stück raus hier, mehr braucht es gar nicht sein. Dann kommt die andere Seite, die muss nachher, das Kunststoffteil habe ich leider nicht bekommen, es sitzt hier auch so voll, so fest, dass am besten eh drin bleibt. Jetzt kommt die andere Seite, ohne zu verkanten ansetzen. Und drin sind wir. Jetzt macht er die Innenseite von den Manschetten. Das seht ihr ganz gut, wo der Innen und Außen ist. Das ist die äußere Seite, die kommt so drauf. Das ist die innere Seite, also da von innen nochmal gut von der Paste rein. Die muss nachher im Prinzip frei drehen können, zumindest am Anfang. Steckt er die hier über den inneren Ring drüber. So, dann könnt ihr nochmal schauen, dass die hier wirklich drin sitzt. Und jetzt drücken wir einfach den Kolben so lang zurück, bis der äußere auch reinflutscht. Und das war schon. Ist der Kolben montiert. Jetzt müssen die Sprengringe da noch drüber. Da braucht er natürlich wie immer 10 Hände wie ein Polyp. Der kommt hinten drüber, den Ansatz macht er. Und das war schon. Bei der anderen Seite die gleiche Nummer. Auch wieder erstmal fett in die Manschette. Die Nut hatten wir ja auch schon gefettet. Dann kommen die wieder über den Kolben. Dann schauen, dass die schön im Kolben sitzt, und jetzt drückt er das gemeinsam so ein bisschen runter,
bis die Manschette hinten greift. Perfekt. Und auch hier muss der Sprengring wieder drüber. Okay, drauf ist er, fertig. Der Sattel als solcher ist jetzt überholt, muss aber noch im Träger montiert werden. Da müssen wir natürlich auch alles gründlich reinigen. Schön wäre es, wenn man alle die Teile neu bekommen würde, aber so ist halt das Oldtimer-Leben. Man muss vieles aufarbeiten. Muss ja auch nicht immer alles neu sein im Leben. So. Damit es richtig leichtgängig wird, kommt da jetzt jede Menge Keramikfett drauf. Hier bei Stahlteilen könnte man auch das Kupferfett nehmen, also das ist egal. Wenn ihr Aluminiumsättel habt, dürft ihr nur das Keramikfett nehmen. Das Aluminiumfett geht wegen der Elektronegativität nicht. So, der Sattel kommt nun so rein. Jetzt gibt es natürlich jede Menge Eckwerte. Hier muss die Federspange, also die müssen erstmal, die Schienen müssen alle hier treffen. Die Federklammer muss dann hier nach außen gebogen werden. Dahinter müssen wir das Plastikteil treffen und hier drüben müssen wir auch die Federklammern treffen. So, jetzt beginnen wir mal hier ein bisschen einzusetzen. Den haben wir. Jetzt muss nur die Federklammer auf die Seite. Ich muss jetzt die Feder da vorbeikriegen. Jetzt drücken vor. Okay. So, allmählich kommen wir rein. Ihr müsst hier in den Führungen sein, hier in den Führungen, hinten muss es passen. Da hat es den Kolben wieder ein bisschen rausgedrückt, aber den können wir ja wieder zurücksetzen. So, Kolben ist jetzt wieder drin. Also hier sitzt er genau im Plastikteil. Hier ist er komplett zurückgefahren, dass er hinten noch ein bisschen übersteht. Das kriegen wir nachher noch draußen am Fahrzeug. Die Federklammer ist auch hier seitlich und hier eingehackt. Das ist unser Kolben. Jetzt können wir den fertigen Sattel wieder am Fahrzeug ansetzen. So, bevor wir den Sattel montieren, müssen wir hier den natürlich in die Bremsleitung eindrehen, weil wir hatten nur eine Seite frei gemacht. Wir müssen natürlich bedenken, dass das hier wieder Linksgewinde ist. So, den Sattel an, die Rippschrauben drauf. Die Schrauben zieht er jetzt mal so weit an, wie es von hier geht. Drehmoment mache ich nachher von unten. Und nur bedenke, dass das Gegengewinde ist. Mit Gefühl fest. Nicht überziehen. Die sind dann schon dicht. Und jetzt müssen wir erstmal reinigen, damit die Bremsflüssigkeit wegkommt. Den weiteren Zusammenbau zeigen wir euch auch nur verkürzt, weil eine Anleitung zum Bremsenwechsel gibt es ja schon mehrfach von mir. Da wir die Bremshydraulik offen hatten, müssen wir natürlich noch entlüften. Mache ich hier mal mit so einem Schläuchchen. Dann kann man hier das Entlüftungsventil auf und zu machen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder jemand drückt innen die ganze Zeit mit dem Fußpedal und ihr lasst hier außen ab. Oder man macht das mit Druckluft oben auf dem Behälter. Aber hier braucht ihr auf jeden Fall einen Druckreduzierer. Ich bin jetzt gerade noch bei 1, bar. Dann braucht er hier so einen speziellen Deckel, habe ich mir mal gebastelt, gibt es ja auch in anderen Videos. Und jetzt kann man hier oben Druck auf den Behälter geben, während ich unten öffne. Und dann steigt die neue Flüssigkeit mit den Blasen raus. So. Ich muss jetzt noch das Rad montieren und die Bremse fertig machen. Kein Problem, kennt ihr ja von anderen Videos. Und sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.